Herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, zur vierten Folge des Brieftaubenkuriers des Jahres 2019 mit dem Titel Nach dem Flug ist vor dem Flug. In dieser Folge stellt euch Mirko Jäger seine Schlaganlage vor und ihr werdet recht schnell bemerken, warum der Ostseeflug Usedom unter seiner Regie zum Erfolgsschlager wurde. Entschuldigung, darf ich Sie mal kurz fragen, woher Sie kommen? Aus Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein. Aus Holligenstedt. Und wie viele Tauben haben Sie hergebracht? Hier nicht, mein Mann nicht. Ihr Mann? Ja. Ach so, ja. Sie haben Tauben hergebracht. Ja. Und wie viel? Drei Stück. Ja. Das erste Mal hier in Usedom oder? Nein, schon ein paar Mal. Also dreimal waren Sie schon hier und schon mal unter den ersten Platzierten gewesen? Nee. Noch kein Blumentopf gewonnen. Noch kein Blumentopf, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, so ist es. Wie viele Jahre haben Sie jetzt Brieftauben? 70 Jahre. Und wenn Sie mal die Entwicklung des Brieftaubensports so betrachten, so im Nachhinein, was hat sich verändert? Oh, da hat sich viel verändert. Wir haben gestern geflogen, da habe ich 60 Stück mitgehabt nach Uelzen, ja. Von Husum nach Uelzen. Ja. Da fehlen, wie wir heute Morgen losfuhren, noch 20 Stück. 20 Stück. Das habe ich früher nicht gekannt, die Anfänger und so. Ja, gestern war auch schlechtes Wetter, da war Regengebiet irgendwo, ne? Das muss ich ja sagen. Wenn ich denke, heute Morgen ist, da war ja bald noch Frost. Ja. Ja, und das Schlimme ist, die Tauben finden ja jetzt überhaupt kein Futter. Ne? Also ich sag mal, früher ist ja noch ab und zu mal was, wenn geerntet wurde, vom Wagen gefallen. Ja, das ist ja heute nicht mehr. Früher gab das um diese Zeit ja auch noch nicht. Das war ja höchstens zum Herbst. Ja. Wenn die Ernte. Naja. Darum sage ich ja, wenn heute eine Taube nicht gleich zu Hause ist, nehme ich sie bald weg. Bald weg. Ja, das ist nicht mehr so wie früher, aber vielleicht... Ja, vielleicht haben wir auch die falschen Tauben. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Ja. So, und jetzt darf ich Sie nochmal nach Ihrem Namen fragen? Oder muss das geheim bleiben? Nein. Nicht? Ode, ja? Ode, Karl Ode. Das heißt, wir verfolgen mal, wie Ihre drei Tauben gestartet sind. Und dann wünsche ich Ihnen alles Gute und viel Erfolg. Und das Wichtigste ist Gesundheit. Ne? Dann schauen wir mal. Seit 2014 betreibt Mirko nun am Waldrand bei Neppermin auf der Insel Usedom den über die Landesgrenzen hinaus bekannten internationalen Ostseeflug Usedom. Aufgrund stetig steigender Teilnehmerzahlen musste bereits im Jahr 2016 die Kapazität der Schlaganlage erstmalig auf 2000 Sitzplätze erweitert werden. Die hervorragenden Flugergebnisse der Jahre 2016 und 2017 bei auffallend geringen Verlusten waren ein Beleg für das fantastische Schlagmanagement, sodass im Jahre 2018 die Schlaganlage abermals um weitere 1000 Sitzplätze vergrößert wurde. Ja, vielleicht Mirko, erzählst du uns gleich auch mal, wie die Versorgung so abläuft in der Regel, wie der Tag beginnt morgens. Ja, noch ist ja die Eingewöhnungszeit, also noch alles ganz ruhig. Die Tauben kommen nur am Nachmittag raus, ab 14 Uhr bis 19 Uhr. Die werden morgens um 8, 9 Uhr versorgt. Die werden dreimal gefüttert, immer kleine Gänge, wird mehrmals durchgegangen. Ja. Und gefüttert wird das Futter von Paloma? Genau, von Paloma aus Belgien. Und wie hoch ist der Erbsenanteil im Futter momentan? Im Futter selbst 20%. Und wie viel? Ein Drittel Fütter insgesamt, also ich mische noch Erbsen zu. Die kriegen morgens erstmal anderthalb Wassereimer blanke Erbsen. Ein Wassereimer? Ja, große Eimer voll. So ein Schlag oder? Nee, für alle zusammen. Anderthalb große Wassereimer, das sind, lass das 10, 15 Kilo sein. 12 Kilo. Keine Erbsen. Blanke Erbsen vorweg erstmal als Vortisch. Und wie lange fütterst du das jetzt so mit dem hohen Erbsenanteil in etwa? Jetzt die ersten zwei Monate. Dass die Tauben ruhig gehalten sind, sich gut entwickeln, noch nicht anfangen zu fliegen. Sich erstmal in Ruhe eingewöhnen. Das heißt, wir haben jetzt Anfang Mai. Mai noch durch. Ja. April und Mai. April, auf jeden Fall noch. Okay. Kalte 20 Zentner Erbsen zu liegen, reine Erbsen, die werden verfüttert, ja. Machen wir mal einen Rundgang. Die sonnen sich hier jetzt, da tut ihnen natürlich gut die Sonne, da brauchen die. Die können da unten durchlaufen, das sind Durchläufe. Und dahinter sind dieselben Schläge nochmal. Gucken wir nachher mal. 3000 Einzelsitzplätze hat die Anlage hier. 3000 und du hast mir gesagt, knapp 2040 sind jetzt hier? Genau, ja. Bereits angeliefert. Das heißt, es kommen nochmal 300?
Angemeldet sind 2300, aber so viel werden nicht kommen. Du kannst immer so 10% abziehen von den angemeldeten Tauben. Die sind nachher schwund, die kommen nicht mehr. Ja, ist auch schade eigentlich. Ja, dass die Leute ihr Wort nicht halten. Aber mit 2000 Tauben bin ich auch zufrieden. Also, ich sag mal, so viel hat kein Rennen in Deutschland. Und in der Regel lässt du sie dann zum Mittag raus oder ist genau, kurz weil heute Flüge stattfinden natürlich erstmal noch. Wenn die Tauben jetzt noch alles Fußgänger, ja. Wenn die aber nachher am Haus fliegen und die Flüge finden statt am Wochenende, dann nur noch abends. Okay. Oder gar nicht am Wochenende. Sie werden nur abends. Guck mal, keine Scheu hier, siehst du das? Jo. Die haben keine Angst, die Tauben, die sind da nur gewöhnt. Wir laufen den ganzen Tag hier drin rum. Der Code of the Bender sieht gut aus, da lege ich immer großen Wert drauf, dass die Darmgesundheit in Ordnung ist. Kommt ja alles über den Darm. Da hört man auf den Rat von Johannes Jakobs. Der hat für alles eine Lösung. Ja, wie gesagt, Code sieht super aus. Teilweise gut. Schon Down-Mauser. Gut zu sehen auf den Bändern, ja. Tauben können da unten durchgehen, da sind Durchgänge. In jeder Gruppe ist ein Durchgang. Den Schieber kann ich auch zumachen und die Gruppen separieren, wenn ich möchte. Das und mache auf ich am der Anfang. Rückseite sind sozusagen nochmal die gleiche Anzahl genau. An Sitzplätzen? Spiegelverkehrt, oder? Also Spiegelverkehrt. Ist der gleiche Schlag, ja. Da gucken wir gleich mal rum jetzt. Gut. Die letzten Nächte waren ja auch relativ kalt gewesen hier. Ja. Ja, als ich morgens hierher gefahren bin, waren glaube ich 9, 8 Grad. Ja, davor war noch kälter, wir hatten noch Frost. Du musst aufpassen, dass im Mai nicht noch die Tränken einfrieren. Deshalb tut ihnen die Sonne jetzt umso besser. Da brauchen die, da tut ihnen gut. Siehst du, wie die sich ahlen hier in der Sonne. So, und hier hinten in der Mitte ist die Entmistung. Ja. Und hier ist der gleiche Schlag nochmal. Man sieht durch die Wärme natürlich, durch die Sonneneinstrahlung, sitzt der Großteil natürlich erstmal vorne in den vorderen Abteilen. Ne? Aber du hast mir ja gesagt, gerade sitzen hier schon Tauben, die teilweise 5 Federn schon geschmissen haben. Die sind nachher zu zum Endflug. Also ist keine bei, die kahl ist. Da kannst du dich dann nochmal von überzeugen. Das ist sozusagen die Rückfront dann der Schlaganlage. Ja. Ja, das sieht man gar nicht hier. Hier ist ja nochmal Kotbänder und dahinter auf der Rückseite sind ja noch Sitzgelegenheiten. Ja, da gucken wir jetzt mal. Da sind auch nochmal 800 Plätze. Kot sieht gut aus, ja. Ich gucke immer nach dem Kot, ne? Bei der Masse muss der Kot in Ordnung sein. Aber ist hier hinten auch angenehm, alles kein Zug. Die halten sich gerne auf, hier haben wir ihre Ruhe. Und ein gutes Klima, ja. Und wenig Tauben drin. Oben im Dach hast du Lichtpfannen drin, also da kommt genug Sonnenlicht trotzdem noch rein. Ja, hier ja. Die andere Seite sind keine Lichtsteine drin. Ohne Lichtsteine ist auch gut, da halten die sich auf, wenn es sehr warm ist, gehen die dann im Kühlen drin, wo es ein bisschen kühler ist. Ist zu merken, dann liegt da alles voll nachher mit Tauben. Im Sommer. Was denkst du, woran liegt das, dass du wenig oder fast gar keine Probleme mit der Jungtaubenkrankheit hast? Alles spielt eine Rolle, alle Faktoren zusammen, die man bedenken und beachten muss. Versorgung, Fütterung, Training am Haus, dass die nicht in der brütenden Hitze rauskommen. Ja, ich sag mal, der alles, Andreas Heinsch, der ja deine Homepage betreut oder beziehungsweise pflegt, der hat mir mal gesagt, Mirko versorgt seine Tauben, die er hier hat, wie seine eigenen. Und ich sag mal, ja, ich sag mal, wie 20 Witwer. Die 2000 Jungtauben, gut 2000 Jungtauben werden versorgt wie 20 Witwer. Genauso gut, ja. Da darf man dann keine Unterschiede machen. Und eine kleine Anekdote am Rande. Ich war auf der Messe gewesen, wollte von Mirko eine Taube mal angucken. Da hat er mir dann gesagt, entweder du kaufst sie oder du kriegst sie nicht in der Hand. Ja, ne? Wenn 100 Leute die Taube angucken, erstmal tut das dem Tier nicht gut. Und wenn einer sowieso kein Interesse hat und nur grappeln möchte, nee, wozu? Also auch da merkt man, uns nicht dass, weiter. Dass Mirko hier auch darauf achtet. Ja, da tut die Tiere gehen vor, die Tiergesundheit. Ne? Die können unten durchlaufen. Na, da unten unter den, da sieht man den Durchgang. Und danach kommen sie aber nicht direkt nach vorne, oder? Doch. Ist doch, doch da ach, das war nur hier in der Ecke, ach so, wo die beiden Schläge zusammenstoßen. Genau, das ist dann die Ecke eben, ja. Quarantäne-Schläge brauche ich zum Glück keine. Zum Glück, toi, toi, toi. Ich hoffe, dass das so bleibt. Dass man nichts mit Krankheiten zu tun hat.
Und Pocken hast du ja auch noch nie gehabt. Nee, zum Glück also noch nicht. Werden die gegen Pocken noch geimpft hier? Ja, im Juli nachher. Und macht ihr das über Federausreißen? Genau, es ist besser und effektiver, ja. Die Follikelimpfung. Gut. Hier stehen die Badewannen. Wie oft baden die Tauben bei dir? 1 bis 2 Mal die Woche. 1 bis 2 Mal die Woche. Ja. Also da lege ich großen Wert drauf. Ja, das bringt und ja auch kommen die Form. Dann Zusätze ins Wasser oder? Nur Salz. Nur Salz. Ja. Polnisches Kochsalz wird angewendet. Polnisches Kochsalz. Aber wir können auch mal unter die Schläge gucken. Da sieht man, der Kot ist bombig, kügelig, so wie man die Daumen sich das fallen auch, schon schön. Wie man sich das zu Hause wünscht. Nur selten erreicht. Da liegt eine Versorgung. Viele sparen am Futter. Die fahren nach Kassel, kaufen sich eine Taube für 200 Euro. Ja. Die hätten sie lieber nicht kaufen sollen. Ja. Eine Sommerjunge mit guter Abstammung. Und für die 200 Euro hätten sie pro Sack lieber 2 Euro mehr in Sack investieren sollen, hätten dann 100 Sack kaufen können mit hochwertigem Futter. Ja. Also ich kaufe alles aus Holland und Belgien. Die Beiprodukte aus Holland und Futter aus Belgien. Ja. Die kriegen jetzt tipptopp. Ist ein schönes Jungtaumfutter mit 16 Komponenten, viel Kleinsämereien. Hm. Und später Bergemann Light, ein Reisefutter ohne Hülsenfrüchte. Mhm. Da bin ich sehr zufrieden mit dem Futter, das mache ich jetzt 5 Jahre und hatte damit immer Erfolg gehabt, die Jahre, ja. Und möchte eigentlich nichts anderes haben. Ich hoffe, dass die Preise nicht noch weiterhin steigen. Hm. Und wie sieht's aus? Nächstes Jahr der Preis, 140 Euro bleibt? Da geht man von aus, Da habe ich mir so keine Gedanken gemacht, aber das möchte ich gern so halten, ja. Hier ist auch die Babystation. Siehst du, wie klein die noch sind? Überhaupt keine Angst. Nee, die sind ganz ruhig, die Tauben. So macht das Spaß, so muss das sein. Guck mal, der Kot auf den Bändern, du kannst hier die Stücken gucken. Du kannst mal auf den Bänder gucken. Das für mich immer entscheidend. Das geht auch mit Bänder. Ja, dann holen wir eine raus von deinen Asthauben. Asthauben, das wird sich zeigen. Ach, H und H. Genau. Das war dein Vater, ja? Mein Vater war das, genau. Der fliegt immer mit sozusagen. Ja. Das welches System? Benzing. Benzing. Beste, was es gibt weltweit. So, das war 153, jetzt kommt 141. Da war das letzte Jahr eine Asthaube vorne, ne? Ja, das geschwistert hier. 142, na, bis zum dritten Flug und dann hat er gepatzt. In der Regel ist das so, auf dem 500er herrschen andere Gesetze auf dem Endflug und von den ersten 10 Asthauben kommen leider nur 2 in die Preise. Das ist ganz oft so. Ich glaube, der hinter mir, der hat es geschafft, der ist dann auch Erster geworden. Team Sachsenrenner Jens Schommler. Der Vogel sitzt hier im Zuchtstall. Ist gepaart an der ersten Asthaube von 2017. Erste Mal erste Asthaube. 104. Geschwistert hier zu 112, der war letztes Jahr auch hier. Fliegt auf dem 3. den 11. und auf dem 2. ist er den 67. oder. Ja, ich glaube, so war's. Den habe ich letztes Jahr verloren. Eine einzige. Mhm. Von 5. 5, ja. Das ist doch gut. Na gut, bei dir kommen ja kaum Tauben weg. Ich hoffe, dass das so ist nicht schwierig, ne? Das muss aber an dir liegen, ne? Ist ja sozusagen selten heutzutage bei One Love Trace. Ist auch schwer, die Jungtauben nach Hause zu kriegen, ja. Das müsste geschwistert hier zu 141 sein. Das müsste jetzt 142 sein. Habe ich genau die gleiche Nummer wieder genommen. Hat Glück gebracht im letzten Jahr. Ja. Vielleicht klappt es dieses Jahr. Ach ne, ich habe auch zu viel beringt dieses Jahr. Zu viel beringt und da dachte ich mir, ach, bevor du die jetzt alle hier in deinen engen Schlag setzt, dann bring ich sie zu Moko. Ja, du hättest doch 20 mehr bringen können. Ja. Gut, aber ist so gut wie voll, ja. Übrigens, heute ist der 12. Mai 2019, um das mal dazu zu sagen. Ne? Muttertag. Muttertag. Jetzt sag mir mal kurz, was gefällt dir an der oder würde dir nicht an der Taube gefallen? Zu tief, zu lang? Ist im Becken zu weich, die Liegebeine sind nicht geschlossen. Ja. Und der Brustbein ist zu kurz. Okay. Kann hier unten den Finger reinlegen. Mit dem Loch. Okay. Ja. Und das Becken ist nicht geschlossen. Sonst ist die in Ordnung.
gut, der Unterarm ist ein bisschen lang, der könnte kürzer sein. Aber das ist eine Jungtaube, die entwickelt sich noch und verwächst sich. Die werden noch besser. Aber es gibt natürlich schon welche, die sind beim Absetzen Granaten. Hm. Die würde ich natürlich bevorzugen. Hm. Aber tipptopp gesund. Lachsrot, so wie sie sein müssen. Die haben noch kein Medikament gesehen. Meine Alten so richtig. Nicht. Gibt ja welche, die liefern ihre Tauben an, die sind dunkel wie ein Kohleofen. Ich habe nicht das eine Kuh gemacht vom Anpaaren. Die sind gut, die Tauben. Die sind gesund. Ich habe jetzt zwar nicht im Auge, was so, das könnte ein Weibchen werden, aber davor war ein Vogel, definitiv, würde ich denken. Schwierig. Schwierig, ja. Jetzt Tauben besser, ja. Aber die aus dem Paar, das wären Enten. Das sind Van den Bulk stecken da drinnen von Marco Hoffmann hier aus Rostock. Ja, die kamen jetzt auch die Woche, die Tauben. Der Enkel Kittel hat er angeliefert. Ja, ja. Den möchte er nach dem Rennen noch zurück. Hat er schon auf der Abstammung notiert. Echt? Ja. Das geht? Ja, na klar. Wenn du sagst, du möchtest deine Tauben zurück, hast du als Käufer Vorkaufsrecht. Als Züchter hat Vorkaufsrecht. Aber er muss ihn kaufen, dann zurückkaufen. Genau, ja. Naja, für okay. 40, 50 Euro. Das ist ja alles im Rahmen. Na, wenn er nicht vorne mitfliegt, ne? Dann muss er das zurücksteigern, ja. Gut. Also Marco, falls du das hörst, ich wünsche dir schon mal viel Glück beim Steigern, ne? Oh, nee, Marco, den ersten Flug ist er super geflogen. Und alle vier Tauben waren Van den Bulk-Tauben. Falk Jäger aus Kassin war hier, der hat 20 originale Van den Bulk-Tauben. Echt? Ja. Der hat auch vorgestern Tauben gebracht. Er jedet ja drei Stück hier und immer gute Ergebnisse. Der ist aus der Rostocker Gegend. Die Hoffmann, glaube ich, auch, ne? Mhm. Rotschali. Wo stammt die denn raus? Das wird doch keine Hermes-Taube sein. Nee. Das ist Eichenlaub und Kunz, der hatte Bohlmann-Tauben. Und Bohlmann hatte irgendwo in der Abstammung steht was Fahles. Ob das dann wirklich Fahl war, weiß ich nicht. Eigentlich züchtest du das Fahle keine Rotschalis. Aber wie gesagt, da ist der Ursprung dieser Tauben. Schön, die sind in Ordnung. Müsste ein Weibchen werden, weil alle aus dem Paar, die dann so gehämmert, ja, oder Rotschalli, wie du sagst, ja? Ist schon ein Weibchen, wird kein so, ist eins. Wird ein Weibchen, also meistens waren es Weibchen. Eine. Naja gut, man kann das ja nicht so sehen. Mir hat mal jemand, so ein älterer Züchter, was mit so einem Pendel erzählt. Ja, das kannst du bei Kanarienvögel machen, aber bei einer Taube. Ich habe noch nicht gependelt, vielleicht sollte ich es mal machen. Nee, bringt ja nichts. So, jetzt kriegst du noch die Abstammung. Cool, die Impfbescheinigung kriegst du unten noch. Ich möchte die Amtstierärzte immer gerne haben. Ja, warte mal. Im nun folgenden Abschnitt stellt euch Mirko seine Zuchttauben vor, die bereits sehr erfolgreiche One-Love-Racer hervorgebracht haben. Kennen wir ja noch vom letzten Jahr, Paloma. Ja, die sind noch Erbsen. Und dann habe ich 20 Sack geschälte Sonnenblumen. Ja. Haut er sich gleich selber noch welche. Ich esse sehr gern. Mhm. Hier sind die Powermix-Eimer, die sie gerne fressen. Da muss man aufpassen, dass sie sich nicht überfressen. Mach die Form kaputt, wenn du zu viel gibst. Da werden die dunkel und schuppig wie ein Kohleofen. Echt? Brustfleisch, ja? Wenn du zu viele Multi-Powermix gibst, ja. Die fressen das ja wie sonst, also wenn du drin stellst. Ja, und jetzt sehen wir hier schon extra Abteil. Oh, da hast du ja einen schönen gezogen. Die sind alle schön. Die sind jetzt alle noch zum Aktivieren hier. Nein, die meisten sind schon aktiviert. Sind schon aktiviert. Und einige sind noch frei und ein paar haben orange Clipringe um. Die möchte ich selber gern wegschicken zum Rennen. Drei verschiedene Rennen wollte ich bestücken. Drei verschiedene Rennen, das heißt, du setzt selber noch auf anderen? Genau. Tribünenflügen? Eins in Spanien, eins in Rumänien, eins in Deutschland. Was hast du den denn da gezogen? Ja, das ist ja auch Indigo steckt da drin, oder? Die Mutter ist eine Rotschali und der Vater ist eine Andalusia. Der Vater macht den 92. noch einen Endflug, 500 Kilometer im Finale. Schicker Kerl. Und der geht wohin? Bleibt den hier? Hat Jürgen Holz aus Greifswald aktiviert, der bleibt hier in der Anlage, ja. Also der hat schon einen Eigentümer gefunden. Top. Ja. Ich bringe auch mit thailändische Ringe, so halbe. Du, bei uns in der RV hat jemand jetzt, der hatte sich Ringe geholt, der hat Probleme mit den Ringen. Teilringe? Ja. Harald Brandt? Ja. Weil für diese Ringe gibt es keine Ringkarten. Ja. So, ich mache mal kurz einen Rundumschwenk hier in dem Schlag. Und wie viele Hermes-Tauben hast du jetzt noch? 17 Originale. 17 Originale. Kommen aber noch ein paar dazu. Also ich krieg jetzt noch, ich habe noch drei bestellt. Und wie viele Tauben hast du insgesamt auf dem Schlag hier? Das sind 24 Paare. Gut, ein Reservepaar ist noch hier im Weibchenschlag, wo die Jungen sitzen. Also 25 Paare mit dem, aber 24 Zellen sind.
Und das ist jetzt deine zweite Brut, wenn du sagst, du hast genau. Anfang. Genau. War dies ja ein bisschen spät dran. Aber das muss ja nicht schlecht sein, zumindest nicht hier fürs Rennen. Also wie du letztes Jahr schon gesagt hast, sind die Tauben ja, die spät angeliefert worden, genauso vorne drinnen vertreten gewesen. Na, ich habe sie zumindest nicht verloren, aber die früh angelieferten sind mir natürlich lieber. Dir sind sie lieber, ja, aber in der Preisliste? Wenn die erst zwei, drei Federn geschmissen haben, ist nicht so gut zum Endflug. Die sind zu jung. Die halten mit den anderen nicht so mit, würde ich sagen. Das ist meine Erfahrung. Ich verliere die nicht, aber die sind auch nicht richtig in der Spitze drin, die Kleinen. Ja. Gibt auch Ausnahmen, ich hatte auch eine gehabt. Was meinst du jetzt? So zum Beispiel, wie ich sie jetzt angeliefert habe, so das gut. Ist noch okay. Kommen aber noch vier Wochen später Leute und wollen auch noch Tauben bringen, kleine aus dem Nest. So Mitte Juni hatte ich auch schon gehabt im letzten Jahr. Habst du denn auch den Züchtern zuliebe angenommen? Wir haben ja letztes Jahr meine Hitzewelle gehabt und da war kein Tierversand möglich aus der Schweiz. Ich habe die Tauben angenommen und der macht die vierte Asttaube hier mit den kleinen Piepsjungen. Gibt auch Ausnahmen, das ist natürlich deine Spitzentaube. Und sag mal, Hermes vom Piet, hast du da hier noch irgendwie Nachzucht beiläufig zu sitzen? Ja, Tauben bei, die haben in fünfter Generation fünfmal Piet in einer Abstammung. Aha. Ja, zum Beispiel. Das ist jetzt Zelle 4, das ist eine originale Hermes-Täubin, die 514. Ja. Ihr Vater ist der 514, der Stammvogel, der Rotschali. Ja. Und sie ist eine Schwester zu dem 10. Astvogel auf Bundesebene. Der fliegt auch zweimal in Ersten, die hohe Taubenzahlen. Und ihre Mutter? Die 1469, die Badenix hat Hermes immer gesagt, die geht immer gern, immer wenn, also die ist, war immer hinterher, die wollte gern baden. Die Mutter wird erste Asttäubin der Frau, fliegt gierig 12 Preise mit einem Ersten. Ja. Also sie stammt aus der ersten Asttäubin, mal direkt den 514, den Stammvogel, die direkte Tochter. Und hast du aus ihr schon mal was hier zu sitzen gehabt? Ja, hier kommen schon einige gute und eine Tochter, die auch wiederum gut vererbt. Die können wir auch mal. Und du hast mir ja vorhin schon, als wir uns privat mal kurz unterhalten hatten, hast du ja schon gesagt, dass letztes Jahr im Rennen sind die Tauben wie gekommen? Also die von dir hier? Die aus meinem Zuchtschlag, die aktiviert wurden, waren auf dem Endflug auf 500 Kilometer den 8., 9., 11. und 13. Und hast du festgestellt, dass dadurch dann auch die Nachfrage nach den Tauben hier gestiegen ist oder hat sich das noch nicht so rumgesprochen? Die Nachfrage war vorher schon da. War vorher schon da. Ja, also ich habe kein Problem, die Jungen abzugeben. Und auch so aktivieren? Geht auch ganz gut, ja. Wir sind nachher alle bis im Sommer aktiviert. Und der kleine Kerl wäre jetzt noch? Der ist auch schon aktiviert. Aber der ist schon für Thailand bringt. Genau, richtig. Mann, der hat die Nummer 555. Absichtlich habe ich den so einen schönen Ring weggelegt. Ja. Wird ein Andalusier. Super. Aus der Rotschali-Täubin fällt jetzt wieder ein Andalusier aus. Mann, was für ein feiner Kerl. Das Gegenstück habe ich als Ei verkauft. Ja. An Adri Mauritz. Dann hat er mir abgegaunert, der wollte gerne ein Ei haben. Gebe natürlich ungern Eier ab, aber na gut, für gute Freunde macht man das eben gern. Mann, also bei der Taube sieht man schon von, wie er da so steht. Dass das ein ganz schmucker Kerl ist. Ja, der wird eine Standardtaube, der wird super in der Hand. So, und die sind nicht nur in der Hand gut, die fliegen auch. Und welcher Vogel, das war jetzt das Weibchen, was du mir gezeigt hast? Genau, vorher? Zelle 4. Der Andalusier Vogel mit dem einen weißen Spieß ist da angepaart. Das ist noch original Hermes. Nein, der nicht. Vogel ist nicht von Hermes. Ich versuche auch mal ein bisschen Fremdblut mit reinzubringen, dass ich mich nicht verzettel. Ab und an mal. Ansonsten halte ich alles in Linie. Und wenn du deine Paare zusammenpasst, wie gehst du vor? Guckst du ja schon mal in die Abstammung oder genau, machst du die das Abstammung, nach? Gut, die habe ich im Kopf bis fünfte Generation. Die könnte ich dir auf den Zettel schreiben, die Ringnummern. Ich sehe gern, dass die Tauben verwandt sind hinten. Ja. Und bist du jetzt ein Verfechter, der dann auch sagt, Papier, es gibt ja so den Spruch, Papier ist geduldig. Die Tauben müssen vom Körperbau her zusammenpassen, aber und auch trotzdem, vom Auge her. Du guckst aber schon, was da für Linien drin stecken und versuchst dann auch Inzucht zu betreiben oder vermeidest du das hier? Ich brauche gerne mal ein bisschen enger. Ja. Besser geht's perfekt nicht. Die Täubin fliegt selbst bei Hermes als Jungtaube von 5 Toren 4 Preise. Und ist meine beste Zuchttäubin. Achtest du auf Wertring oder sowas? Ja, ich sehe das natürlich gerne, aber wenn sie die nicht hat, ist sie für mich auch nicht schlechter. Und hat Hermes da Wert gelegt drauf? Wertring oder? Er hat gerne mit Lupe geguckt und ein Augenverfechter, ja. Ja. Guck mal. Ziehst du mal ganz auf? Noch weiter? Ja, ich guck da immer. Wie viel hat sie? Eine Feder schon gestoßen? Eine, ja. Eine erst. Wir haben jetzt Mitte Mai. Ja. Und ich sag mal, eine Feder jetzt ist noch nicht viel.
Guck mal. Gut, liegt aber auch daran, wahrscheinlich, dass du perfekt Schwanz runtergedrückt, das sehe ich auch gerne. Dass du natürlich später angepaart hast, oder? Ja. Guck mal hier. Ganz blank, schuppenfrei. So wie sie sein sollen, so wünsche ich mir die Tauben. Wenn die Zuchttauben in gutem Zustand sind und gesund sind und in Form sind, bringen wir wieder klasse Jungen. Ja. Wenn die Alten aber nicht gut drauf sind, ziehst du auch keine gescheiten Jungtiere. Und das macht Tier die Versorgung. Stammt jetzt woraus? Die Täubin ist original Hermes, die, eine direkte Tochter aus den 514, aus dem Rot-Charlie, die 1756. Stammt direkt aus dem Rot-Charlie, ist eine Halbschwester zu die davor, die 514, die beide demselben Vater. Ja. Ja, und die hat jetzt einen originalen Hermesvogel, ein Enkel Mr. Hille. Mr. Hille fliegt ja drei erste hintereinander. Jedes Wochenende gegen 5000 Tauben. Ja, dann haben wir hier Zelle 3. Auch beide ganz eng verwandt miteinander. Der Schwanz, den drücken sie automatisch runter. Das sehe ich auch sehr gern, machen so gut wie alle Tauben. Guck mal, wie der Schwanz runtergeht. Perfekt. Tja. Der hat noch einen vollen Flügel. Von dem Vogel habe ich 2017 die erste Asttaube gezüchtet, hier in der Anlage. Ja. Und im letzten Jahr drei Junge abgesetzt fürs Rennen. Die machen auf den Endflug den 13., 45. und 130. im Finale. Alle drei Kinder von ihm. Also man kann sagen, mit zwei verschiedenen Weibchen, hier fliegt alles raus. Ja, der selber hat ja auch geflogen, der Vogel. Den hat Hermes hier ins Rennen geschickt, 2016. Ah, er ist hier gereist. Der hat 2016. Hier noch nie geflogen, der Vogel, ja. Und sein Weibchen ist was für eine? Die 1389 von 2011. Ist 630, ziemlich eingezogen auf den 613, die Pit-Linie. Das heißt auch wieder ein reines Hermes-Paar hier. Immer die Schwänze runter. Ich mag dann nicht, wenn die einen Schwanz ins Gesicht hauen. Die hat noch den geschlossenen Namensring, die habe ich selber noch beringt mit diesem Ring. Die war dann für uns für die Zucht vorgesehen, den Hermes-Namensring. Die ist klasse, die Teuren. Die vererbt eben überragend. Wir haben jetzt kleine Jungen am Schnabel. Ja, der wird im letzten Jahr erste Asttaube von Ostsee für Usedom 2018. Das ist die Asttaube. Von welcher Schlaggemeinschaft oder von wem ist sie? Vom Team Sachsenrenner. Sachsenrenner. Ja, aber der hat unsere Sprache jetzt erlernt. Ach so. Also er spricht jetzt Hochdeutsch. Versteht dich schon, der Vogel. Ja, er versteht mich, ja. Da liegen die Jungen drin. Und weißt du noch, wann die Jungen oder wann das Tier hier angeliefert wurde? Nee, müsste ich nicht. Müsste gucken. Gut, vielleicht kannst du mir die Info noch geben. Ja. Dann entscheide ich mich vielleicht nächstes Jahr noch mal ein paar frühere zu bringen. Und die schwarze Täube ist die Asttaube von 2017. Die habe ich jetzt einfach mal wahllos zusammengepaart. Erste Asttaube, mein erster Asttaube. Die schwarze mit dem Blauschick. Die mit dem Grünring, oder? Ja, genau, okay. Mit dem Grün. Okay, nehme ich noch mal kurz. Der Fahle fliegt 6-6, viertbeste Jungtaube der V. Der Schimmel fliegt 4-4, 19. Asttaube hier im Rennen von Markus Söllner. Der Gehämmercheck fliegt 4-4 von Theo und Markus Lecke. Da hinten die Fahle fliegt 4-4, 10. Asttaube. So, die 4. Asttaube sitzt auch noch hier im Schlag. Ich versuche natürlich immer wieder, die Besten zurückzubehalten. So, das ist die 4. Asttaube vom Ostseeflug Usedom. Auch eine Granate in der Hand, besser geht's nicht. Top. Schöner geschuppter Vogel. Den Vater. Ja. Den habe ich hier selber ausgesucht für Reinhard Spranger. Der hat mir so gut gefallen und ich selber konnte den nicht behalten. Der Vater sah genauso aus, ich hätte ihn gern für mich behalten, weil der so ein bisschen Mäulemann durchschimmert. Ja. Er hätte gut bei mir reingepasst. So, ich sage, Reinhard, nimm den mit, versuch was draus. Er war vom einfachen Züchter von der Frau Uckermark. 095-16 hatte der Vater. Ja. Wie heißt der? Ich komme nicht auf den Namen. Und Reinhard Spranger hat den mitgenommen. Für ganz kleines Geld und züchtet daraus die 4. Asttaube. Hm. Tja. Und sag mal, glaubst du, dass man eine gute Taube am Körperbau erkennt? Also ich bin der Meinung, ja. Und alles, das, oder hast du hier schon mal 300 Kilometer nachher kannst du am Körper festmachen, ja. Und hast du hier schon mal erlebt, dass wirklich einer mit einem ganz furchtbaren Körperbau hier einen Preis geflogen hat, beziehungsweise beim Endflug? Als Jungtaube, sag ich mal, ist alles möglich. Ja. Aber als jährig nachher nicht mehr und wenn die Kilometer mehr werden, eigentlich auch nicht mehr. Ja. Hier haben wir eine Vogellinie von den Bulk. Der hat auch sehr gut geflogen. Von wem stammt der? Von Falk Jäger aus Kessin. Jäger. Bei Rostock.
Der hat 20 Originale von den Bulktauben auf dem Schlag. Und was steckt da drin? Der Krude Rode oder? Kann ich dir nicht sagen, das ist nicht mein Gebiet, habe ich keine Ahnung von. Ich kenne nur die Hermestauben. Und damit komme ich gut zurecht. Der hat auch eine Hermestäube. Wie ist der so vom Körper? Ist der doch so ein bulliger Kerl? Oder? Der Vogel hier? Ja? Nein. Nicht. Der ist mehr schmaler. Der ist nicht so bullig wie die Hermestauben. Ja, aber da ist eine Hermestäube dran, eine Rotschalitäube. Die gleicht dann wieder aus. Die bringt den guten Körper mit. Ja. Die ist klasse, die Täuben. Die nächste Runde schon bestellt. Frank Wolter aus bei Hannover, der hat die nächste Zucht bestellt. Guck mal, diese Täuben. Eine Schwanzfinger, ja, ein Rücken. Er hat ein Gelbauge, sie hat ein helle Glasauge, also die passen hervorragend zusammen. Vom Körper und vom Auge, vom alles. Ja. Ob nur die Blutführung passt, wissen wir nicht. Hast du ja nur eine Hermestäubin, wieder eine Rotschalitäubin. Ja, aber es ist im Endeffekt der gleiche Taubentyp. Also du achtest schon so auf bestimmte Merkmale. Ja, die müssen in der Hand liegen wie eine Eins. Wenn ich die Taube in der Hand habe, musst du einen Keil in der Hand haben, denn die muss hinten zusammenlaufen wie ein Keil und muss aus einem Stück sein, aus einem Guss. Die darf hier nicht zusammenbrechen wie ein Stück Papier. Also in zwei Teile zerfallen und viele klappen den Schwanz so nach oben und hauen dir den Schwanz ins Gesicht. Sowas mag ich natürlich gar nicht. Und sowas würdest du bei Jungtauben, wenn du selber züchten würdest, auch schon... Kann ich nicht gebrauchen. Nee. Kannst du nicht gebrauchen. Würdest du auch dementsprechend... Da hab ich auch keine Freude dran. Die Taube würde mir keine Freude bereiten. Okay. So, mal gucken, ob wir noch einen Andalusier finden. Es gibt ja auch Züchter, die der Meinung sind, dass es nicht unbedingt entscheidend ist, wie die Körperform ist. Die ne? Züchter können ja 100 Junge absetzen und die guten schälen sich alleine raus und automatisch sind die gut in der Hand. Ja. So, der macht den 92. auf den Endflug. Hier sieht man noch den Stempel auf dem Flügel. Die werden alle gestempelt. Das ist aber ein Hermesvogel, oder? Hermesabstammung, Nachzucht schon, ja. Hast du gezogen hier, genau. Oder? Genau. Ja, der selber hat auch gut geflogen. Der wurde übrigens von Dietmar Hauke aktiviert. Ja. Dietmar Hauke kommt aus dem Berliner Raum. Für diesen Züchter hat der Vogel im letzten Jahr geflogen. Auch ein wunderbares Auge. Der Stempel ist noch gut zu sehen hier, der FCI-Stempel. Und die Tauben werden hier alle gestempelt zum Endflug? Alle Tauben, ja. Der hat jetzt einen ganz hellen, fast weißen Rotschimmel gezüchtet. Das kaum zu glauben. Da ist eine Rotschalitäubin dran. Das ist aber nicht der, der da auf der sitzt? Doch, auf der Futterknüppel, ja. Mirko, ich habe dir letztes Jahr schon mal die Frage gestellt. Glaubst du, dass es frühreife Tauben gibt? Frühreife in dem Sinne, dass sie hormonell eine ganz andere Entwicklung haben. Also wenn ich jetzt manchmal so einen Schlag gehe, dann sehe ich ja schon, da ist ein Vogel, der fängt schon an, ordentlich zu gurren. Ja, ja, so was gibt's. Und ist aber natürlich ein Vorteil, wenn die frühreif sind, die Jungen. In der Anlage. Ja. Ja. Frühreifen, die sind schon wie Witwer, sage ich immer, die Jungen, ja. Die gehen gleich rein, wenn man einen Trainingszug macht und da kommen 100 Stück mit Mal, gehen die Frühreifen gleich rein im Schlag. Und die haben dann auch schon ihr Weibchen irgendwo in der Ecke sitzen? Die paaren sich und schleppen Federn zusammen und bauen Nester, ja. Und die räume ich natürlich ab. Die Tauben haben erstmal einen Vorteil, aber bis zum Endflug ist ja noch Zeit. Und im letzten Jahr war ja ein relativ schneller Flug. Wie sah die Verteilung aus? Weibchen, Vögel? War alles gemischt, kann man alles gemischt sagen, ja. Weil sonst war ja immer deine Empfehlung, bringt Weibchen. Aber 2016 hat ein Vogel gewonnen, 2015 hat ein Vogel gewonnen und im letzten Jahr, der Sieger war, meine ich, auch ein Vogel. Ja. Nee, war ein Weibchen von Team J&M. Letztes Jahr war ein Weibchen. Gut. Ja, einen roten Vogel haben wir vielleicht noch so kurz gucken können. Der hat auch schon sehr gut vererbt. Das ist der 72. Der stammt jetzt woraus? Den habe ich gekauft. Ja. Der ist nicht aus meinen Hermestauben. Der fliegt selber als Jungtaube 6-6 und macht zwei Erste. Auf den ersten Jungflug und auf den sechsten Jungflug. Am Anfang waren noch 2.500 Tauben am Start. Knalleng im Becken. Ist ein Wringer. Der lässt sich nicht gerne festhalten. Der ist in diesem Jahr gepaart an der roten Borka-Täubin, Enkel Totilla. Ich glaube, die Borka-Tauben haben sich hier auch schon ganz gut gezeigt. Ich glaube, Jens Borka hatte... Na, Hubert ja auch. Hubert hat dieses Jahr auch 20 Tauben hier im Rennen und die sind auf dem Endflug auch ganz gut vertreten. Ja. Also immer wieder vorne dabei, die Prangeltauben oder Borka-Tauben. Jens macht den 9. macht er auf den Endflug 2016. 17, glaube ich, war das. Ein richtiger Wringer, also das ist ein richtiger Kämpfer. Und was selbst 6-6, beste Jungtaube der V und auch Asttaube der V. Und der ist gepaart an der roten Borka-Täubin. Jens oder Hubert Borka? Jens. Passt, die passt hervorragend vom Auge und vom Kopf an den roten Vogel, ja. Ob die von der Blutführung her passen, wird sich zeigen, aber ich bin da guter Hoffnung.
Und die Täubeln selbst liegt auch 4-4. Ja. Hier in der Anlage. Im Ostseeflug Usedom. Guck mal. Und Jens hat dies Jahr auch Tauben oder nur Hubert? Nein, Hubert hat dies Jahr Hubert Tauben. Hubert hat Tauben gemacht. Mhm. Also ein bisschen Fremdblut ist ja auch mit drin. Könntest du jemanden, der nur reines RV-Programm, also keine One-Love-Trays schickt, könntest du dem empfehlen, hier Tauben zu kaufen bei einer Steigerung oder beziehungsweise hier mitzubieten? Die fliegen im RV-Programm auch gut. Fliegen auch gut. Klar, ja. Also da mache ich keinen Unterschied. Tauben, die auf Tribünenflüge gehen oder in RV fliegen. Ja. Eine gute ist eine gute und die gute ist vorne. Ob die auf dem Rennen geschickt wird oder in RV fliegt, eine Spitzentaube schält sich immer wieder raus. Das spielt keine Rolle. Also das sind jetzt nicht andere Tauben, die hier im Derby fliegen. Ja. Friedrich Bohlmann schickt mir 2 Tauben pro Jahr und hat immer eine Taube im Geld. Schickt aber sonst keine Rennen weiter. Der hat gar keine Tauben für Tribünenflüge oder One-Love-Trails. Hat aber immer eine Taube vorne. Ja. Also Andreas Draper hat ja auch keinen Schlag für Tribünenflüge und hat auch super abgeschnitten. Der kriegt in 60 Sekunden 5 Tauben im Endflug vorne rein. In 60 Sekunden 5 von seinen 8. Auch ein Bombenergebnis. Also eine schnelle Spitzentaube ist eine gute Taube, die ist vorne drin. Eine gute ist eine gute. Da brauchen wir nicht lange drum rumreden. Ja. Eine gute ist für mich die, die immer vorne in der Liste ist. Und automatisch bringen die aber bei mir immer den guten Körper mit. Ja. An der Stelle mal einen schönen Gruß an Mario Turczynski, heißt er, glaube ich. Der hat mir nämlich gesagt, er hat sich hier beim Ostseeflug, hat sich Tauben ersteigert und das sind seine besten Tauben mit offen. Im RV-Programm. Ja. Siehst du, also, ja, schön, super, das freut mich zu hören. Ich war ja auch so ein Vertreter, der gesagt hat, Mensch, die Tauben kannst du eigentlich nur nehmen für One-Love-Trays, aber es ist ja Quatsch, weil im Endeffekt, was macht jeder Züchter? Er bringt natürlich seine besten Tauben vom RV-Programm hierher und daher denke ich, ist das kein schlechter Weg, den man geht und hier sich Tauben zu holen. Ja, für kleines Geld. Ja. Die waren 17 Mal im Kabi im letzten Jahr, haben über 1500 Kilometer geflogen. Ja. Also in der Summe. Und die Tauben haben was geleistet. Also die sind alle nicht schlecht, die das jetzt überstanden haben und durchgemacht haben, das Programm. Ja, die kann man gut für die Zucht einsetzen, bedenkenlos. Ja, und hier ist mal eine ganz dunkle Rotschali. Die ist auch im Rotschali-Vogel und hat natürlich dieses Jahr zum ersten Mal habe ich 2 rote, dunkle rote gezogen. In der Regel ziehen die Rotschalis keine roten oder Fahlen. Und wenn sie dann untereinander gepaart werden, dann aber schon, glaube ich. Habe ich bisher noch nie gehabt. Dann sind sie mal. Ich habe sonst auch schon immer Rotschalis untereinander gepaart und habe gehämmerte gezogen. Aber nicht 2 so dunkelrote. Wenn du 2 Rotschalis zusammenpaarst, dann kann es passieren, dass dieser Indigo-Faktor reinerbig auftritt. Und dann hast du nämlich diese rote oder dann werden die immer heller. Vorher waren sie dunkler, dunkler. Richtig dunkel. Nee, du kriegst richtig rote dann teilweise. So wie die da auf dem Futterkasten sitzt. Also ich hatte richtig dunkelrote, die bald aussahen wie Mäulemänner, so richtig Schoko, schokofarbig. Ja. Oder meistens gehämmerte. Wenn ich 2 Rotschalis zusammenpaare, fallen noch gehämmerte. Ja, 2 Paare hier sitzen hier noch von Original Draper. Die haben auch sehr gut geflogen, selbst auf dem Endflug. Hier ist ein Draper-Paar, eine Halbgeschwisterpaarung. Beide stammen aus dem Henry, Tochter Henry, mal Sohn Henry. Henry ist der Vater vom Sylt-Sieger mit 30.000 Euro Gewinn. Also die beiden Halbgeschwister, von den beiden, der Halbbruder macht den ersten in Sylt. Die sind nur ziemlich eng verpaart, aber das Paar war letztes Jahr schon zusammen und die Jungen waren gar nicht schlecht. Ich dachte, die Paarung, die bleibt mal so. In der Regel wird da alles umgepaart. So, und aus dieses Paar, die machen letztes Jahr auf den Endflug den 8. Gernot Hefele, der hat eine Taube aktiviert. Auch ein originales Draper-Paar. Also es sind wirklich schnelle Tauben. Und sag mal, den Fahlen, den ich letztes Jahr hier gesehen habe, ist der noch im Schlack oder sehe ich ihn jetzt gerade nicht? Aus dem Mr. Hille war der. Wie alt ist der Vogel jetzt? 5 Jahre. Und stammt aus der besten Zuchttäubin von Hermes, die 210. Die fliegt selbst 51 Preise, seine Mutter. Wird Standardweibchen in Dortmund und zweites Astweibchen im Regionalverband. 94 Punkte hat die gemacht, voll, mehr ging ja nicht. Hm. Und sein Vater fliegt 3 Erste, der Mr. Hille. Ein fahler Vogel. Ja, da ist jetzt auch eine originale Hermes-Täubin dran. Eine Rotschali-Täubin. Im letzten Jahr hier, die hat er zum Rennen geschickt.